Hey und willkommen zu einer weiteren Folge, wahrscheinlich auch der letzten Folge von Spore, beziehungsweise der vorerst letzten Folge. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal eine Folge, wenn ich privat ein bisschen weitergespielt habe. Aber jetzt geht es erstmal darum, ich habe ja dieses Erweiterungspack, dass ich auch so Weltraumabenteuer machen kann. Nicht nur mit dem Raumschiff da rumfliegen kann, sondern richtig selbst rumlaufen kann und so weiter. Und das möchte ich jetzt hier ausprobieren, deswegen lasse ich mich einfach mal runterbeamen. Da, genau dieses Erweiterungspack habe ich. Also, das mit diesem Bild. Da werde ich runtergebeamt. Ah. Oh. Was ist das für ein Riesenvieh? Oh, hier ist ja richtig die Party. Okay, und ich habe wieder die Fähigkeiten wie früher. Wie cool. Kann ich dann eigentlich ja auch runterlaufen? Ach, das ist ein Wasserplanet. Okay. Mal sehen, was passiert, wenn ich hier rausschwimme. Ich glaube, da passiert nichts. Ich kann mich wieder hochbeamen. Naja, hier passiert wirklich nichts. Gut, dann schaue ich mich mal in der Stadt um. Ich weiß, da gibt es auch so... Da kann man auch selbst so Sachen erstellen. Und dann so kämpfen lassen und so. Ach, ich muss mit dem da reden. Was ist deine Aufgabe für mich? Also ich weiß, dass man hier dann super viele Sachen bekommt, so Ausrüstungsgegenstände oder Waffen und Jetpacks, glaube ich. Das ist eigentlich ganz cool. Aber da muss man auch die ganzen Texte lesen, soweit ich mich erinnere. Fürs Let's Play habe ich da nicht so wirklich Lust drauf. Weil mir geht es gerade nicht um die Atmosphäre, mir geht es eigentlich nur darum, Spaß zu haben. Und möglichst viel auszuprobieren. Hab es aber. Du siehst ja auch, du hast eine schicke Sonnenbrille. Ja. Wow. Ich habe richtig die heftige Aufgabe gemacht. Das wirkt wie auf Mos Eisley. Die treffen sich alle, quatschen so ein bisschen. Und sehen alle voll abgespaced aus. Okay. An das erinnere ich mich wirklich überhaupt nicht mehr. Und ab. Zurück in mein Schiff. Cool. Ich habe ein Abzeichen verdient. Und was habe ich noch verdient? Ach, ich kann da skillen. Das ist ja heftiger als das, was ich in Erinnerung habe. Machen wir erstmal den Energieschlag. So. Jetzt muss ich zu meinem Heimatplaneten zurück. Und dann könnte ich das Ganze doch mal mit dem Internet koppeln und dann so ein paar Sachen machen. Wie zum Beispiel Missionen oder so. So Missionen von euch oder beziehungsweise von anderen Spielern. Ich weiß ja nicht, ob ihr jemals dieses Spiel gespielt habt. Ja, hier, bitteschön. Lecker Schmecker. Und dann noch ein Abzeichen. Cool. Wo kann ich eigentlich meine ganzen Plaketten sehen? Und hier kann ich, glaube ich, ja, kann ich meinen Skill sehen? Ach, das ist meine Mannschaft. Ich kann meine... Das ist ja nochmal richtig komplex. Das habe ich alles nicht mehr so in Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich da rumgeflogen bin, wie blöd. Und keine Ahnung mehr, was ich da so alles gemacht habe. So, kann ich diesen Planeten hier, also dieses... Kann ich dich eigentlich übernehmen? Kann ich da meine eigene Stadt drauf bauen? Nein, kann ich nicht. Okay. Das sind also extra Planeten dafür. Aber ich könnte hier was drauf bauen. Da ist sogar, glaube ich, Wasser. Und da sind... Bäume. Ich habe was auf dem Schiffsradar. Was habe ich denn hier auf dem Schiffsradar? Ah, der andere, ja, anderes Zeug. So, Dampf und so. Was fehlt denn auf diesem Planeten? Ach, hier gibt es nur Bäume. Okay, dann setze ich hier auch mal kleine Pflanzen hin. Und ich würde sagen, auch noch kleine bzw. mittlere Pflanzen.
Und dann hier noch ein paar Tiere absetzen. Noch ein Pflanzenfresser mit dazu. Ich brauche noch ein Pflanzenfressertier. Das ist ein Pflanzenfresser. Nice. Okay, den kann ich jetzt da absetzen. Und ich nehme ja immer nur einen mit. Was brauche ich mehr? Okay. Zack. Und jetzt könnte ich doch ein Ding drauf machen. Nur ich brauche Geld. Ich brauche unglaublich viel Geld. Woher bekomme ich das ganze Geld? Jetzt seht ihr mal, wie man den Planeten terraformt. Achso. Ups. Das ist gar nicht der richtige Planet. Welcher Planet brauche ich denn? Ich brauche den anderen hier oben. Weil da habe ich ja schon eine Kolonie drauf. Niemals das Geld. So. Die Atmosphäre muss hoch. Also, eine kleine Fabrik. Und dann kann ich doch... Ah, ja, nice. Wenn das hier drin ist, dann kann ich schön hier ein paar Pflanzen ablagern und so. Oh Gott, oh Gott. Mein armes Raumschiff. Komm, mach noch ein bisschen. Komm, noch ein bisschen. Nur noch ein Ticken. Bitte, komm. Ja, es hat funktioniert. Nice. Und jetzt sollte ich doch das hier hinsetzen können. Und dann schön wieder aufnehmen. Und schön Pflanzenfresser. Und noch den Fleischfresser. Ja, nice. Nein, ich wollte doch... Ah. Danke für die Medaille, aber... Wollte den nicht kaputt machen. So, und jetzt müsste ich doch hier was bauen können. Mit ein bisschen Geld. Ach, ein paar Raumgeschütze. Kann ich nicht meine alten Häuser benutzen? Wo sind die? Oder ich nehme einfach die hier. Die sehen doch ganz lustig aus. Ein schönes Bürogebäude. Okay, mehr kann ich gar nicht platzieren. Oh, Mist. Was ist denn das? Das ist ein Fahrzeug. Warum auch immer das so kleine Beine hat, beziehungsweise so Arme hat. Aber gut. Alter, das steigt ja immer noch. Gut, dann bekomme ich jetzt zweimal roten Nebel, rotes Gewürz, rotes irgendwas und kann dann nach und nach Geld scheffeln. Vielleicht kann ich Geld auch irgendwie anders scheffeln, aber weiß nicht. Gut, ich bin hier und ich muss da rein. Das steht schon mal fest. Hallo. Na, ihr kleinen Aliens? Ach, die kenne ich schon. Ach, das wäre der größere Energiespeicher für mein Raumschiff und nicht nur, was ich einsetzen kann. Ach, Vielflieger. Nice. Wo sehe ich eigentlich jetzt meine Medaillen? Ach, hier sehe ich doch meine Medaillen, oder? Cool. Mein Treibstoff ist leer. Och, was ist denn das? Ich habe was entdeckt. Sollte ich mal untersuchen. Ich habe zwar keine Energie mehr, aber... Hallo. Was ist denn das? Ein Knochen. Oh, ein fossiler Knochen. Den muss ich natürlich direkt einsammeln, wenn ich das überhaupt noch kann. Ja, da habe ich noch genug Energie dafür. So, und jetzt kann ich hier raus und dann den verkaufen. Bringt das viel Geld? Ich weiß es nicht. Wenn ich den für mich selbst... Oh Gott. Ich stürze gleich ab. Nein. Nein, nein, nein. Ja. Wow, war das knapp. Was bringt mir da 45.000? Ist zwar jetzt nicht die Welt, weil ich generell so wenig habe, aber schön. Und die haben einfach... Ist nicht denen ihr Ernst. Die haben meinen Planeten einfach geschnappt. Oh mein Gott, das gibt Krieg. Na gut,
Das würde ich aber dann in der nächsten Folge machen. Also haut rein. Habt noch einen schönen Abend. Vielleicht schnibbel ich da noch etwas dran, wenn ich jetzt noch was Schönes entdecke. Zum Beispiel wie, keine Ahnung. Oder ich schnibbel da noch ein bisschen was dran, wenn ich dann später irgendwann wieder aufnehme. Jetzt haut aber erstmal rein. Habt einen schönen Abend. Bis demnächst. Cheerio. Hier kommt der kleine Nachtrag, den ich eigentlich schon in der Folge erwähnt habe. Und zwar, ich habe jetzt ein bisschen weiter aufgenommen für eine weitere Folge von Spore und ich zeige euch jetzt so einen kleinen Ausschnitt, was da so größtenteils passiert ist und das möchte ich keinem zumuten. Also diese Lags hatten wir ja schon das ganze Projekt über, aber das ist jetzt in der Weltraumphase exponentiell gestiegen und es ist jede Sekunde, da bekommt doch jeder Krämpfe, wenn er das sich ansehen muss und ich kann das auch nicht groß rausschneiden, das ist einfach dauerhaft da. Außerdem ist mir noch aufgefallen, das habe ich jetzt auch schon öfter mitbekommen in dem Projekt, dass die Maus nicht der Mauszeiger ist, sondern dass die Maus irgendwo hängt. Das konnte man bisher noch verkraften, aber jetzt sind da so kleine Sachen, so kleine Icons, die ich immer drücken muss und auch genau zielen muss. Und das ist jetzt ziemlich schwierig. Dann kommen noch die Lags dazu und im Endeffekt habe ich auch alles größtenteils gezeigt, was ich in diesem Projekt zeigen wollte. Klar, jetzt wird es nochmal ein bisschen spannend, aber dann ist es sehr textbasierend und da habe ich irgendwie zurzeit nicht wirklich Lust drauf. Vor allem, wenn dann noch so Lags und der Mauszeiger dazukommen. Also ich werde jetzt schauen, ob ich das noch irgendwie hingedeichselt bekomme. Und wenn nicht, war es das jetzt erstmal für dieses Projekt. Vorerst, wenn nicht für immer. Also ich habe jetzt dieses Projekt für mein Gewissen gut zu Ende geführt und hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, wenn jetzt keine Videos mehr kommen. Vielleicht kommt noch mal irgendwann ein Video, wenn ich das noch privat ein bisschen spiele. Aber selbst für privat ist es ein bisschen friemelig und anstrengend. Also mal abwarten. Jetzt haut erstmal rein, habt noch einen schönen Abend und seid nicht traurig, sondern freut euch lieber auf die weiteren, die neuen, die anderen Projekte von mir. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und das war's. Cheerio.